Euer Frühstück ist gut verdaut, dann starten wir mit dem Intelligenz-Tiefflieger der Woche mit Frau Ricarda Lang von den Grünen, die sich wirklich wieder hier nicht mit Ruhm bekleckert hat und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Frau Lang ist ja für ihre Intelligenz nicht gerade bekannt in diesem Land, sondern eher für andere Dinge. Aber Frau Lang, wenn Sie sich gleich wieder beleidigt fühlen, schreiben Sie mir doch mal eine E-Mail und wir machen ein persönliches Interview. Das wird dann allerdings ungeschnitten veröffentlicht. Aber nur, wenn Sie sich trauen, wenn Sie den Mut haben, ja? Ich glaube nicht, dass Sie ihn haben. Es war kleiner Parteitag der Grünen am Freitag in Magdeburg und Frau Lang, also auch Samstag war der Parteitag, Frau Lang wurde hier befragt und zwar zur Gefahr aus Mannheim, zur Gefahr des Islamismus und zur Gefahr von den Angriffen auf Politikern und sie hat sich in ihrer Antwort wieder um Kopf und Kragen geredet, wie ihr euch das vorstellen könnt. Aber hört mal rein, schon die Moderatorin kündigt vorher an, dass es quasi eigentlich um rechts geht. Achtet mal auf die Betonung. Grünen ist die größte Gefahr für Deutschland und Europa, die Gefahr von rechts. Das spürt man auch heute hier ganz deutlich. Auch Gewalt gegen Politiker wird hier heute oft und viel thematisiert. Nicht zuletzt, weil Grünen-Politiker die mit am meist angegriffenen Politiker sind. Die Grünen-Politiker sind die mit am meist angegriffenen. Das ist Fake News, das ist gelogen. Es sind die AfD-Politiker und zwar schon seit Jahren, die ungefähr die Hälfte aller politischen Angriffe einstecken müssen. Danach kommen erst die Grünen. Aber man framet das hier, wie das eben passt, genauso wie die Rechten für Europa das große Problem sind. Ja, genau. Weil die Rechten in Europa für die 9000 Messerattacken in einem Jahr in Deutschland verantwortlich sind. Aber es wird noch viel besser. Hört mal genau zu, was Frau Lang zu Mannheim gesagt hat, nämlich nichts freiwillig. Aufpassen. Doch dieser explizite Fall gestern in Mannheim, der wurde hier noch nicht konkret zum Thema. Auch deshalb habe ich bei der Bundesvorsitzenden der Grünen, bei Ricarda Lang, noch mal genauer nachgefragt. Habt ihr gehört? Ganz Deutschland hat darüber gesprochen am Samstag und bei den Grünen, bei Frau Ricarda Lang, ist es einfach nicht thematisiert worden. Sie haben es sprichwörtlich unter den Teppich gekehrt auf ihrem Parteitag. Aber die Reporterin, sie wollte hier nachfragen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, müsst ihr gleich im Nachgang selbst beurteilen. Frau Lang versucht uns hier einen Bären aufzubinden. Aufpassen! Und ich will auch sagen zu der Tat in Mannheim gestern, aber es ist jetzt die Zeit, dass alle Demokratinnen und Demokraten im Land sagen, Gewalt darf niemals ein Mittel der Auseinandersetzung sein. Und wir werden uns dem entgegenstellen, egal ob sie von rechtsextremer oder von islamistischer Seite kommen. Habt ihr gehört? Die Demokraten im Land, sie sollen zusammenstehen. Frau Lang schließt die AfD aus und redet am Ende wieder von den Rechtsextremisten, die auch eine Gefahr für unser Land sind. Sie wollen uns hier ernsthaft erzählen, dass alle der AfD hier mitschuldig sind, Mittäter sind und vor allem, dass nur die anderen gegen Gewalt seien. Und da muss man mal sagen, Frau Lang, wenn Sie weiterhin in Ihrem Elfenbeinturm so leben, dann wird das mit der grünen Parteikarriere nichts, denn dann gibt es die Grünen in ein paar Jahren nicht mehr. Aber sie hat hier noch ganz andere Dinge gesagt, und ich habe sie hier ganz klar gleich der Lüge überführt. Schaut mal rein. Also wenn es zu einer Gewalttat kommt, dann frage ich mich nicht, wem spielt das in die Karten oder wem kann das nützen, ne? Sondern bin ich da ganz, ganz klar, dann gibt es da kein Vertun, dann gibt es da keine Rechtfertigung, sondern dann gibt es dafür ehrlich gesagt nur Verachtung und dann gibt es unseren Rechtsstaat, der in dieser Zeit auch eingesetzt werden muss. Das heißt, es muss natürlich jetzt strafrechtliches Vorgehen und auch harte Strafen für den Straftäter gehen. Den Rechtsstaat, der muss sich jetzt durchsetzen. Das sind alles Politikerfloskeln. Selbstverständlich muss sich der Rechtsstaat hier durchsetzen, aber beim Kampf gegen Islamismus haben sie ganz andere Vorstellungen. Aber eine Parteikollegin von Frau Ricarda Lang sagte noch vor wenigen Monaten im Bundestag, die AfD, so Lamia Kador weiter, vergieße mit ihrem antimuslimischen Rassismus kübelweise Wasser auf die Mühlen des Islamismus und schraube damit die Gefährdungslage für alle friedlichen Menschen im Land nach oben. Das ist die Realität der Grünen. Sie verstehen nicht, dass der Islam das generelle Problem hat, dass er sich nicht kritisieren lassen möchte. Das ist aber der Wesensgehalt unserer Demokratie, dass wir jeden, alle und auch Frau Lang hier kritisieren dürfen und auch für ihre geistige Minderintelligenz, die ich Frau Lang unterstelle. Ich halte sie für weniger intelligent als den Durchschnitt in diesem Land. Und das darf ich auch sagen. Das ist keine Beleidigung, Frau Lang. Wenn Sie sich beleidigt fühlen, wie gesagt, rufen Sie mich mal an und dann können wir uns mal persönlich drüber unterhalten, wer hier wen beleidigt und wie oft beleidigt und vor allem, wie oft Frau Lang große Teile in diesem Land ausschließt, indem sie sagt, nur die Demokraten. Das schließt inzwischen 15 bis 20% der
Wählerschaft aus, plus die sonstigen Parteien. Und das nennt sich dann Demokratie bei Frau Lang. Aber Frau Lang hat hier noch eine andere Illusion, für was ihre Partei eigentlich da ist. Und da hört mal rein. Und wir müssen die Gefahr, die vom Islamismus ausgeht, auf keinen Fall unterschätzen. Das haben wir immer wieder auch in den letzten Monaten als Grüne gesagt. Wir sehen, dass die Radikalisierungstendenzen zugenommen haben. Wir sehen, dass auch der Einfluss aus dem Ausland zugenommen hat. Und wir müssen hier mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat uns gibt, gegen Islamismus vorgehen. Die Grünen haben vor Islamismus gewarnt, Frau Lang, dass ich nicht lache. Nein, haben sie nicht. Die Grünen sind es, die den Islamisten hier immer wieder Tür und Tor öffnen, damit sie sich in diesem Lande erst breit machen können. Ihr wollt Beispiele haben? Selbstverständlich. Die Grünen in Schleswig-Holstein haben erst die Vollverschleierung zur praktikablen Standardlösung gemacht, und zwar den Niqab, also diese Vollverschleierung haben die Grünen in Schleswig-Holstein eingeführt. Vorher gab es nur eine Kopftucherlaubnis. Ihr wollt noch mehr haben? Erinnert ihr euch an unsere Kalifatsbrüder von Muslim Interaktiv? Wer war es denn, der gegen den Verbotsantrag in Hamburg gestimmt hat? Es waren die SPD und die Grünen. Also, Frau Lang, wenn Sie uns hier weiter versuchen, einen Bären aufzubinden, sprich uns anzulügen, dann müssen Sie damit rechnen, dass die Bürger Sie weiterhin diffamieren und beleidigen. Denn Sie beleidigen, indem Sie hier unterstellen, dass wir zu doof wären, zu verstehen, dass die Grünen nichts gegen Islamismus tun. Damit unterstellen Sie dem ganzen Wähler hier Desinteresse an der Politik und Dummheit. Und Frau Lang, es gibt in der Grünen Partei viele dumme Menschen, aber es gibt wenige, die das so offen zur Schau stellen, wie gewisse Personen eben. Und ich habe das jetzt neutral formuliert. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, ist das Ihr Problem. Ich habe Sie nicht angesprochen. Es gibt ja auch noch Ihren Kollegen Herr Nuripur, der sich inzwischen bei der Polizei bedankt. Gut, der Junge kommt aus Frankfurt, der Omid, der weiß, dass es ohne die Polizei Frankfurt schon lange nicht mehr gäbe. Aber Frau Lang, wenn Sie ernsthaft der Meinung sind, etwas gegen Islamismus zu tun, treffen Sie sich mit mir. Ich gebe Ihnen ein paar Tipps, ein paar Ratschläge, wie wir diesem Problem hier ganz schnell Herr werden können. Das fängt damit an, wir verbieten das auf anderen Sprachen gepredigt wird. Wer in Deutschland seinen Glauben auslebt und praktiziert, der hat das auf Deutsch zu machen. Das betrifft auch die katholische Kirche. Schmeißt eure lateinische Liturgie raus, ersetzt sie durch deutsche Liturgie. Gar kein Problem. Aber wenn wir den Islamisten hier den Nährboden entziehen wollen, dann müssen wir ihnen als erstes den Nährboden in ihrer eigenen Sprache entziehen. Und die können auf Deutsch predigen. Die wollen bloß nicht. Und wenn die Leute sagen, sie verstehen das nicht, dann wollen sie auch nicht. Ja? Ihr wisst, dass die katholische Kirche, das Christentum, das kann weltweit die Liturgie feiern und man verständigt sich. Und die Muslime wollen mir hier sagen, dass sie das nicht können, dass sie das immer in Arabisch machen. Nee, Leute, da lasse ich mich nicht drauf ein. Mein Land, meine Regeln, meine Gesetze. Erste Regel, du kommst hierher, du darfst deinen Glauben ausüben, aber in der Sprache, in der ich das verstehen kann. Punkt. Und das dürfen wir fordern als Gesellschaft. Zweiter Punkt, wir entziehen allen Zugewanderten das Demonstrationsrecht in diesem Land. Das geht. Panama macht das auch. Da unterschreibt man mit seinem Permanent Resident Titel, dass man kein Demonstrationsrecht hat. Denn Panama sagt, ausländische Konflikte möchte ich nicht in meinem Land haben. Bin ich ganz klar dafür. Das heißt, wir entziehen den Islamisten erstmal ihre Sprache und zweitens ihre Demonstrationsmöglichkeit. Im Moment kommt nämlich immer wieder die Antwort, ihr müsst damit rechnen, wenn wir nicht gegen die, mit Z, dieses Wort für Israelis, wenn wir nicht gegen die demonstrieren, entlädt sich der Hass auf Europas Straßen. Und da muss ich sagen, Leute, stopp. Ihr habt das Werteprinzip in Europa nicht verstanden. Wir dürfen hier demonstrieren gegen jeden und müssen das auch aushalten, solange es nicht strafrechtlich relevant ist. Das heißt, ihr wollt quasi, dass wir hier uns erpressen lassen von euch. Nee, ganz einfach, nee. Wer es nicht aushält, dass wir hier auch den Islam kritisieren und auch mal den Propheten kritisieren, der hat nichts verloren. Da ist die Tür. Raus. Ganz einfach raus und weit weg und von mir aus wieder zurück an den Hindukusch. Da, wo wir seit 20 Jahren uns die Probleme eingesammelt haben für nach Deutschland. Ja, ich kenne viele Afghanen, richtig viele. Und was soll ich sagen? Die meisten davon sind auch, wie hier Suleiman aus Mannheim, nach Jahren überhaupt nicht hier angekommen. Sie leben in ihrer islamischen Community, dort wird Arabisch gesprochen, dort wird auf Arabisch gehetzt gegen den Staat, in dem man lebt. Und die Grünen stellen sich hin und sagen, der Rechtsstaat muss alles in seiner Macht Stehende tun gegen den Islamismus. Ja und nein, Frau Lang, wir müssen erstmal den Rechtsstaat dazu befähigen. Und das ist ganz klar, wir verbieten alle Moscheen, in denen nicht Deutsch gepredigt wird. Bin ich der festen Überzeugung davon. Es hat in der Sprache des Gastlandes stattzufinden, wenn wir denn schon die Leute hier haben.
Aber wer die Augen hier vor der Realität verschließt, der wird irgendwann in einem Deutschland wach, in dem Mannheim Alltag ist, in dem jeden Tag jeder, der was gegen den Islam sagt, ein Messer zwischen den Rippen hat. Und das ist kein Spaß. Wir haben hunderte Gefährder offiziell im Land. Ich wette, es sind einige tausend, denn wir kennen das Dunkelfeld gar nicht. Aber Frau Lang sagt, der Rechtsstaat, der muss hier jetzt aktiv werden. Der Rechtsstaat, der muss schon viel früher aktiv werden. Der muss nicht erst aktiv werden, wenn jemand ein Messer im Hals oder im Kopf stecken hat, sondern schon viel früher. Aber die Grünen, sie werden an dieser Realitätsblase irgendwann zerplatzen, wie eine Seifenblase zerplatzt. Und dann fallen sie nach unten und schlagen irgendwann auf. Und das Aufschlagen, Frau Lang, das hat bei Ihnen anscheinend noch Zeit. Das wird noch etwas dauern. Ich bin gespannt auf deine Meinung, ob du hier auch reinfällst auf grüne Propaganda oder ob du das Ganze durchschaut hast. Lass mir unbedingt einen Kommentar da und teile dieses Video mit allen, die du kennst. Vor allem mit denen, die Grüne wählen oder die Mannheim nicht so schlimm finden oder die den Kanal noch nicht kennen. Damit bis bald.